Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brabus Connects. Heute, wie ihr seht, einmal nicht aus dem Brabus HQ in Bottrop, sondern aus der Nähe von München. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon lange gefreut habe, den ich im letzten Jahr persönlich kennenlernen durfte. Und jetzt sitzen wir hier und reden über die Frage, was ein Unternehmer ausmacht und wie er sein eigenes Unternehmerleben gestaltet hat. Er ist 65 Jahre alt, aus Ettlingen bzw. Heidelberg und hat in 1985 mit der Kajak Sports Production sein erstes eigenes Unternehmen gegründet. Darauf folgten die erste Bungee-Anlage in Deutschland, eine Karriere als Extrem-Stuntman, Auftritten in diversen Filmen und natürlich auch von 2014 bis 2016 als Teil des Jurorenteams bei der Höhle der Löwen. Er ist Autor diverser Sachbücher und auch seit 2022 eines neuen eigenen Romans. Davon überzeugt, dass Menschen fliegen können müssen und gefragter Vortrags- und Motivationsredner. Ich muss ehrlich sagen, dass die Gespräche, die wir bereits geführt haben, mich sehr stark an mein eigenes Leben bzw. das Leben meines Vaters und die Grundsätze erinnern, nach denen wir unser Unternehmen führen, nämlich never work for money, work for passion. Und es gibt kaum einen leidenschaftlicheren Unternehmer als Jochen Schweizer. Jochen, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, willkommen bei mir zu Hause. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Was würdest du sagen, wer ist Jochen Schweizer heute? Der gleiche, der er immer war, ein nach Freiheit und Selbstbestimmung strebender Mensch, der sich oft selber nicht so wichtig nimmt und der immer bereit war, etwas mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Ja gut, das ist mehr riskieren in deinem Kontext, würde ich sagen, die brutalste Untertreibung, die ich seit langer Zeit gehört habe. Du bist jetzt 65 Jahre alt, wenn du so zurückschaust, wie ist das alles passiert? Es ist aus Versehen passiert, aber es war am Ende doch nichts anderes als die logische Aneinanderreihung von Schritten. Denn es geht ja immer um die eigene Seinsbestimmung. Ja? Warum sind wir hier? Ja. Was ist unsere Aufgabe auf dieser Welt? Und ich habe als Waldorfschüler war ich sehr stark geprägt von Rudolf Steiner und seinem Hauptwerk der Philosophie der Freiheit, die Steinersche Lehre. Die Philosophie der Freiheit ist ja die Grundlage der Waldorfschulen. Und in ihrer reinen Form stellt ja Rudolf Steiner die Frage, was hat der Mensch für eine Sendung auf der Welt? Und jetzt kommt die Antwort und die ist entscheidend. Die er sich selbst setzt. Was dazu führt, zu dieser Überzeugung, dass wir ja keine Automaten sind, die hier auf der Erde abgeworfen werden und einem vorherbestimmten Lebensweg folgen, sondern dass wir selbst wissen müssen, was wir sein wollen und was wir sein können. Und nur wenn das weiß, nur wenn ich weiß, was ich sein kann, dann kann ich das auch werden. Ich muss schon eine Vorstellung davon haben, was ich sein oder werden will. Denn nur wenn ich die habe, kann ich das auch werden. Du hast, wir haben uns vorhin im Vorgespräch unterhalten und es ist ein Satz, den ich von dir kenne, dass du sagst, ich kann das Leben nur in die Zukunft leben, ich kann es aber auch nur in der Rückschau verstehen. Genau, leben tun wir nach vorne und verstehen tun wir nach hinten. Wie hat sich das entfaltet? Ich meine, du hast ja deine Karriere, wenn wir heute so zurückschauen, angefangen als immer extremer unterwegs seiender Kajakfahrer. Ja, du sagst genau, von dir selber und du bist heute auch noch. Ja, ich fahre bis heute Kajak. Ich fahre seit 59, ja bald seit 60 Jahren Kajak. Und das war meine Sozialisierung. Ja? Diese Leidenschaft des Kajakfahrens, des extremen Wildwassers natürlich. Heute sind es endlose Seekajakfahrten in meiner norwegischen Welt. Aber das hat mich sehr stark geprägt und ich entstamme einem klassischen Verein, einem Kajakclub. Da herrschte Zucht und Ordnung. Da gab es einen Bootshauswart und einen Wiesenwart und einen Jugendwart. Und viel Training. Bitte? Und viel Training. Und es wurde sehr hart trainiert, genau. So bin ich sozialisiert und daraus ist eigentlich alles geworden. Ja, ich kann mich gut erinnern, wie wir als 12-, 13-jährige Jungs jeden Samstagmorgen 4,5 Stunden neckaraufwärts gepaddelt sind gegen den Strom, um dann auf unsere Wiese zu kommen. Das war auf Badischen Wiesen, eine Campingwiese, die der Verein besaß. Und da haben wir die Wochenenden trainierend verbracht. Und da war allein schon die Fahrt dorthin ein hartes Training und die Fahrt zurück am Sonntag. Du hast teilweise bis zu 9-mal in der Woche Training gehabt, habe ich. Ja gut, das macht man heute nicht mehr. Gelesen. Aber das war damals die Trainingslehre. Heute baut man ja im Leistungssport sehr viele Recovery-Zeiten ein. Mhm. Damals war so immer diese maximale Härte gefordert. Das war im Endeffekt nicht klug, so zu trainieren. Aber es war eben damals in den 60er und 70er Jahren
war das halt die Trainingsform. Was mich interessiert ist, wie wenn man sich so die Lebensmeilensteine anschaut, wie bist du vom Kajakfahren dann zum nächsten Schritt gekommen? Also welcher Funke war das, der dafür gesorgt hat, dass du dann beispielsweise die erste Bungee-Sprunganlage in Deutschland ja überhaupt eröffnet hast und damit natürlich eine vollkommen neue Sportart, wenn man so will, eingeführt hast. Welche Energie hat dich dahin gebracht? Denn ich bekomme heute häufig Fragen von jungen Menschen, die sagen, ich möchte auch Unternehmer werden. Und da kommt von mir immer der Satz, Unternehmertum ist ja eine Aktivität und kein Zustand. Du wirst Unternehmer im Tun. Was war diese Energie, die dich da angetrieben hat? Ich definiere den Begriff Unternehmertum viel breiter, weil gemeinhin versteht man unter Unternehmer ein Tun im wirtschaftlichen Sinne. Ja? Und ich glaube, wir sind alle, also alle Menschen, die jetzt auch diesen Podcast anschauen, sind zuallererst Unternehmer ihres eigenen Lebens. Wir sind alle zuallererst Lebensunternehmer. Als Unternehmer muss man was unternehmen. Und wer was unternimmt, der kann auch mal Fehler machen. Ich würde sogar sagen, der wird Fehler machen. Der wird auch Fehler machen, die richtig wehtun. Also Scheitern und Erfolg bedingen sich ja gegenseitig. Oder Unsicherheit und Chance besingen sich auch gegenseitig. Und ich begreife mich selbst als Lebensunternehmer. Und ich habe mich, ohne mir dessen bewusst zu sein, auch schon als kleiner Junge, als Lebensunternehmer verstanden, weil ich hatte eine Vorstellung davon, wie viel Freiheit ich wollte, wie viel Selbstbestimmung ich wollte. Und ich wollte alles natürlich und das Maximale. Und habe mich dann immer als Unternehmer meines eigenen Lebens begriffen, lange bevor ich im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer wurde. Das heißt, Selbstbestimmung und Freiheit hat eine hohe Bedeutung für dich? Ja, das sind die Triebfeder meines Handelns. Ich stamme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war alleinerziehend, wir waren arm, es gab kein Taschengeld. Ich habe selber für mich im Wesentlichen gesorgt. Ich war ein Schlüsselkind, auch Gott der Arme könnte man jetzt sagen. Mhm. Tatsächlich hatte ich mit dem Schlüssel um den Hals. Hast du Geschwister? Ja, tatsächlich hatte ich mit dem Schlüssel um den Hals eine Menge mehr Freiheit als alle meine Kumpels. Und wie viel Geschwister hattest du? Ich habe noch einen Bruder, eine Schwester, sind älter als ich. Und du warst der Jüngste? Ich war der Jüngste, der Nachzügler sozusagen. Ah. Und war mir selbst überlassen und es war ein sehr glücklicher Umstand. Also ich habe überhaupt nicht darunter gelitten, ein Schlüsselkind zu sein, sondern ich habe diese Freiheit leidlich ausgenutzt. In der heutigen Zeit, wo wir häufig über Themen wie Helikoptereltern und die Frage diskutieren, wie Kinder eigentlich aufwachsen sollten, dass mal jemand sagt, ein Schlüsselkind zu sein, hat mir wirklich gut getan. Das war so der erste Freiheitsimpuls. Und wie ging es dann? Was heißt Impuls? Das war eine Tatsache. Auf mich hat keiner aufgepasst. Ich war immer frei. Ich war natürlich, wir sagen, bei uns haben wir rumgeräubert. Ja. Ich bin dann sozusagen als kleiner Junge nach der Schule halt rumgeräubert. Ja, da war ja niemand. Und habe alles getan, was kleine Jungs so tun. Und habe dann sehr früh entdeckt, dass es Spaß macht, sein eigenes Geld zu verdienen. Und mein erstes Unternehmen, das hieß Jochis magische Misteln. Jochis magische Misteln. Da war ich 12. Und zwar habe ich festgestellt, Geld wächst auf Bäumen. Mhm. Wir hatten bei uns in unserem Freundeskreis, also diese Rabauken, mit denen ich unterwegs war, da ging es natürlich darum immer, wer kann am höchsten auf Bäume klettern. Ah, okay. Ja, da war ich ja ganz vorne dabei. Und irgendwann habe ich auf dem Weihnachtsmarkt entdeckt, dass dort silbern angesprühte Misteln für, ich habe es vergessen, was die Preise waren, aber für sehr viel deutsche Mark verkauft wurden. Und da war mir klar, Moment mal, Weihnachtsmarkt, Misteln, Silber angesprüht, 12 Mark, glaube ich, war ungefähr der Preis von so einer Mistel. Das war ja unglaublich viel Geld damals, ja, in den 60er Jahren. Die besten und schönsten Misteln wuchsen auf den höchsten Bäumen. Und das beherrschte ich nun par excellence, dieses hohe Klettern. Und dann habe ich angefangen, diese Misteln zu ernten. Das sind ja Parasiten, die auf Bäumen wachsen. Das sind diese Nester, die man häufiger... Ja, genau, es sind ja eine parasitäre Pflanze. Okay. Ja, die bohrt sozusagen den Baum an und lebt von dessen Lebensenergie. Und sie selber, der sagt man ja magische Kräfte nach, der Zaubertrank. Ich bin ein großer Asterix und Obelix-Fan und einige geheime Zutaten gebraut. Genau. So, und ich habe dann diese Misteln auf den Weihnachtsmärkten verkauft und hatte das für das ganze Jahr dann ausgesorgt. Weil ich dann mehr warst Geld, du wie alt? Da war ich 12, 13, sowas. Ja, da hatte ich dann mehr Geld in der Tasche als meine Freunde, die dann ein kleines Taschengeld bekamen. Und deshalb habe ich nie aufgehört. Ich habe nie aufgehört, immer selber dafür zu sorgen, dass ich
und das ist jetzt interessant, diese Liquidität hatte. Mhm. Denn ich habe sehr früh verstanden, dass persönliche Freiheit fußt auf finanzieller Unabhängigkeit. Nur wenn du finanziell unabhängig bist, kannst du persönlich frei sein. Das ist aber diese, es gibt ja drei Ebenen von Freiheit. Ich wollte gerade, also es lag mir auf der Zunge zu sagen, da gehört aber noch mehr dazu. Genau, es gibt drei, aus meiner Sicht gibt es also drei Ebenen von Freiheit. Diese unterste Ebene der Freiheit ist diese finanzielle Unabhängigkeit, die gibt dir die Bewegungsfreiheit. Mhm. Die nächst höhere Ebene von Freiheit, die ist so ein bisschen fremdabhängig, nämlich die Frage, in welchem politischen System leben wir? Können wir wirklich frei unsere Meinung äußern oder werden wir bekämpft, wenn wir eine abweichende Meinung äußern? Wie politisch frei ist der Staat? Ist es ein totalitärer Staat? Also in welchen Kontext bist du hineingeboren am Ende? Genau, also diese Freiheit, die bedarf eines freien politischen Systems, um diese übergeordnete Form der Freiheit zu erringen. Aber die höchste Form der Freiheit und für mich die wichtigste Form der Freiheit ist die emotionale Freiheit. Und um emotional wirklich frei zu sein, müssen wir in der Lage sein, zu vergeben. Jeder Mensch, auch jeder, der hier zuhört oder zuschaut, ist in seinem Leben ganz sicher mal verletzt worden. Manche von uns sind vielleicht sehr schwer verletzt worden. Und demjenigen, der diese Verletzung verursacht hat, zu vergeben, radikal zu vergeben, rechtfertigt ja nicht das, was der getan hat. Ja, it doesn't justify. Das heißt noch lange nicht, dass das in Ordnung war. Aber das radikale Vergeben ist ein Akt der Selbstbefreiung. Denn aus einem emotionalen Gefängnis heraus kann ich kein freies Leben aufbauen. Bist du heute frei? Ja, in dem Maße, wie ich frei sein will. Ich bin natürlich auch Familienvater und ich trage Verantwortung für viele Mitarbeiter. Und es ist eine selbstgewählte Einschränkung dieser vollkommenen Freiheit. Mhm. Aber ja, natürlich. Und ich bin auch in der Lage zu vergeben. Interessant, dass wir direkt so einsteigen. Lass mich noch mal einmal einen kurzen Punkt zurückgehen, weil ich glaube, dass das ganz gut passt. Diese Freiheit musst du ja erlangen. Und wie gesagt, du, in der Rückschau lässt sich das alles sortieren. Die Energie, die dich getrieben hat du warst ja wahrscheinlich einer der besten Kajakfahrer der Welt, kann man sagen. So wird kolportiert, Bist vielfach sicherlich in intensiven Situationen unterwegs gewesen. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass du in verschiedenen Filmproduktionen eine Rolle gespielt hast und auch, dass du dann zu deiner eigenen Bungee-Sprung-Station. Das war ein Zufall. Das war ja, Begegnungen. Es sind immer Begegnungen. Also es ist ganz interessant. Es sind doch immer Begegnungen mit anderen Menschen, die zu bestimmten Erfahrungen und Erlebnissen führen oder zu entscheidenden Impulsen führen. Ja, und deswegen heißt mein aktueller Roman auch Die Begegnung, weil diese Begegnungen sind so ungeheuer wichtig für unseren Lebensverlauf, gerade für junge Menschen. Und ich bekomme ja oft auch auf meinen Social-Media-Kanälen so diesen Zuspruch, oh Jochen, du bist mein großes Vorbild. Und meine Antwort an diese Menschen, die glauben, ich sei ein Vorbild, sage ich immer, nein, habe keine Vorbilder. Du willst ja kein Nachbild sein. Was du aber machen kannst, du kannst an Menschen vorbildliche Eigenschaften identifizieren, die du dir zu eigen machst, auch wenn diese Menschen ansonsten vielleicht höchst unvollkommen sind. Weil jeder Mensch, vom Müllfahrer bis zum Vorstandsvorsitzenden, hat mindestens eine vorbildliche Eigenschaft. Vielleicht ist der Müllfahrer ein fantastischer, verantwortungsvoller Familienvater. Ja. Dann ist das eine Eigenschaft, die kann man sich zu eigen machen. Deswegen will ich kein Müllfahrer werden. Und das ist so dieses Thema der Vorbilder. Und wenn man dann auch noch sagt, es gibt im Leben immer wieder Begegnungen mit sogenannten Mentoren, also Menschen, die ohne eigenes Interesse zu haben, dir einen Schritt weiterhelfen. Das führt zu dieser oder meiner These des Circle of Helping Hands. Denn wenn du diese Hilfe annimmst in einer Situation, wo du ihrer bedarfst, ja, heißt es nicht, dass du demjenigen, der dir diese Hilfe schenkt, etwas zurückgeben musst. Überhaupt nicht. Sondern
Indem du die Hilfe annimmst, verpflichtest du dich universal, also im Großen und Ganzen, verpflichtest du dich, diese Hilfe eines Tages an einen anderen Menschen weiterzugeben, wenn es dir besser geht, der dieser Hilfe bedarf. Aber du musst dem, der sie dir schenkt, dir nichts zurückgeben, du schuldest ihm das nichts. Das ist genau, so sind wir nämlich vorhin eingestiegen, dieser Satz, wie werde ich auch Unternehmer? Ich gebe mal jetzt die typische Aussage wieder, die vielleicht auch ein bisschen stereotypisch überspitzt ist. Wie werde ich Unternehmer? Ich möchte auch reich werden. Um jetzt auf deine Aussage gerade zu reflektieren, Unternehmertum hat ganz viel mit Bedingungslosigkeit zu tun, finde ich. Denn wenn du nicht das, was du tust, bedingungslos tust, auch mit Menschen interagierst, wo du eben nicht reingehst und dann sagst, dafür will ich jetzt aber was zurückhaben und eine Hand wäscht die andere, dann funktioniert es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, dass das Leben ganz, ganz viel aus Begegnungen besteht. Da bin ich mit dir vollkommen d'accord. Und kann selber auch viele Begegnungen zurückblicken, die dann zum Beispiel Geschäfte auslösen, die Erfolg auslösen, die vielleicht alleine gar nicht möglich gewesen wären. Allerdings ist es auch so, dass du, wenn du ein Geschäft entwickelst, irgendwann lernen musst, und vielleicht war das bei dir mit den Misteln schon so der Fall, dass du auf diese kleine innere Stimme, und das höre ich bei vielen Unternehmern, diese kleine innere Stimme hören musst, die heißt, ich kletter jetzt auf den Baum, dann hole ich die Mistel da runter und dann gehe ich auf den Weihnachtsmarkt oder wo es auch immer jetzt sind, verkaufe ich die. Also diese Realisierung kommt ja als erstes und dann kommt irgendwann die Stimme, die dir sagt, nee, Quatsch, ist ja eine doofe Idee. Oder was glaubst du, wer du bist? Glaubst du, dass es Ideen gibt, die die Welt verändern? Ja, natürlich. Schau, ich glaube das zum Beispiel nicht. Okay. Ich glaube, dass keine Idee jemals die Welt verändert. Na, die Idee alleine verändert die Welt. Da wollte ich dich haben. Also keine Idee in sich hat irgendeinen Wert, sondern was die Welt verändert, sind nicht die Ideen, sondern die Welt wird verändert von Menschen, die einer guten Idee das Konzept des Handelns hinzufügen. Unternehmertum ist also eine Aktivität und kein Zustand. Noch eine Frage. Wem gehört denn eigentlich die Idee? Dem, der sie zuerst gedacht hat oder dem, der sie zuerst in die Tat umgesetzt hat? Ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Meinungen, die man an vielen, vielen... Was ist deine Meinung? Ich glaube, dass beides seinen Wert hat. Also wenn du natürlich beispielsweise in der Forschung unterwegs bist und du hast eine bahnbrechende Idee, die dazu führt, dass du irgendeine Krankheit heilen kannst beispielsweise, dann hast du natürlich immensen Wert schon geschaffen, um überhaupt den Schritt des Denkens zu gehen. Im Kontext des Unternehmertums ist es natürlich häufig so, dass du erst durch die tatsächliche Umsetzung dessen auch den Wert realisierst. Weil ohne die Umsetzung bringen die schönsten Ideen nichts. So, und damit sind wir wieder beim Konzept des Lebensunternehmers. Denn die meisten Menschen scheitern ja nicht. Sie geben nur zu früh auf. Und wenn ich mich selber verstehe als Protagonist meines eigenen Lebens, und es ist auch nicht egozentrisch gedacht, denn wenn ich anderen helfen will, kann ich ihnen am besten helfen aus einer Position eigener Stärke und eigener innerer Zentrierung. Und darum geht es. Das ist meine Investition in mich selbst. Deswegen gehe ich jeden Morgen in mein Yoga-Haus und bereite mich auf den Tag vor. Das sind diese ersten 20 Minuten des Tages, die ich mit mir allein verbringe, ohne meine Familie, ganz alleine. Deswegen stehe ich auch früher auf als alle anderen. Jeden Tag. Und der Dalai Lama hat mal gesagt, spend some time alone every day. Das ist jetzt für uns in unserer Lebenssituation nicht so schwer. Aber stell dir mal eine alleinerziehende Mutter vor, mit 2 oder 3 Kindern, so wie das in meinem Fall, also meine Mutter hatte keine Zeit. Noch während Corona, die letzten 2 Jahre. Hatte keine Zeit für sich selbst. Also das muss man auch immer abschichten und in das Verhältnis der jeweiligen Lebenssituation stellen. Aber de facto, wenn du dich selbst als Unternehmer deines eigenen Lebens begreifst und wenn du akzeptierst, dass es die Chance nur in der Unsicherheit gibt, also Chance und Unsicherheit bedingen sich gegenseitig, so wie sich Scheitern und Erfolg auch gegenseitig bedingen, dann gehst du mit einem Bewusstsein durchs Leben und bist erstmal auch gar nicht an der wirtschaftlichen Frage interessiert. Das ist die zweite Frage. Wenn überhaupt. Die kommt später, kommt irgendwann. Na doch, persönlich. Natürlich, das will ich ganz ehrlich. Nein. Also, wenn du keine Kohle verdienst, dann kannst du nicht frei sein. Ja, aber wenn du keine Leidenschaft für das hast, was du tust, verdienst du auch keine Kohle. Dann verdienst du keine Kohle. So, jetzt sind wir beieinander. Bist vielleicht lohnabhängig, ja. Und bei mir ist es eigentlich durch einen Zufall passiert. Ich war leidenschaftlicher Extremkanute. Kajakfahren war meine Religion. Und in der Zeit, in der ich so stark gefahren bin, speziell in den 70er Jahren, da gab es ja noch keine Social Media. Da gab es ja nicht mal Handys.
Ja, da werden die meisten, die jetzt zuhören oder zuschauen, für sich vielleicht auch erinnern, wenn sie in meinem Alter sehen, wow, wir hatten ja damals gar kein Handy. Und wir wären wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben alle Extremkanuten wären Social Media Stars geworden, aber es gab das nicht. Unser soziales Medium damals hieß draußen. Und unser Tun hat sich in einsamen Schluchten abgespielt und da gab es keine Zeugen. Dennoch blieben wir irgendwie nicht unbeobachtet und so erhielt ich eines Tages einen Anruf. Willi Bogner war dran. Bist du Jochen, der verrückte Kajakfahrer? Ich so, ja. Hast du Lust, einen Film mitzumachen mit Roger Moore in der Hauptrolle? Ich so, weiß nicht. Und Sherry Belafonte spielt auch mit, die traumschöne Tochter von Harry Belafonte. Ja. 3 Monate später sitze ich in diesem Film an der alten Genueser Brücke im Valle Verzasca. Wir haben extreme Kajakszenen gedreht. Der Film hieß Feuer, Eis und Dynamit, Fire, Ice and Dynamite. Und da sind wir schon wirklich extrem gefahren, extrem gefährlich auch gefahren. Ich bin damals zum Beispiel den bis dato unbefahrenen, eigentlich als unfahrbar geltenden Wasserfall in dieser Verzasca-Schluss gefahren. Das kommt auch in dem Film vor. Mhm. Wo es mich so tief reingeschmettert hat, dass es wirklich dunkel wurde. Hast du damals über diese Situation nachgedacht, so wie du heute über die Situation nachdenkst, oder hast du es einfach gemacht? Ja, technisch schon. Ich bin eine Kanute und als Extremkanute analysierst du natürlich die Risikosituationen und du schaust dir die Blockpassagen an und überlegst dir genau, wie fahre ich da rein, in welchem Winkel springe ich den Wasserfall runter, wie sieht es unter Wasser aus? Das musst du tun, ja, weil sonst lebst du ja nicht lange. Ja, wenn du es wahrscheinlich mal aus deinem, also es ist zum einen unmöglich, das aus deinem heutigen Lebenskontext und mit der Erfahrung zu durchdenken. Das ist natürlich heute klar, heute schaust du so, genau, ja, zurück. Und ich glaube auch, dass solche Leistungen dann nie zustande kommen würden, wenn man in so einer Situation es überdenkt. Ne, weil irgendwann das bei dir eben. Es braucht für bestimmte Schritte braucht es ein gewisses Maß an Leichtigkeit. Nicht Leichtfertigkeit, aber Leichtigkeit. Und außerdem haben wir uns ja auch gegenseitig hochgeschaukelt. Da waren die besten Extremkanuten der Welt versammelt. Und natürlich, jeder will der Beste sein und jeder will den brutalsten Wasserfall bezwingen oder die unbefahrenste, schwierigste Kataraktsituation in einem extremen Wildwasser. Klar gab es diesen Wettbewerb, es gab aber auch sehr viel Kameradschaft und Freundschaft. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen, sondern es ist dann zufällig etwas passiert. Wir sitzen nämlich da, das ist in Panavision gedreht worden. Heute drehen wir ja mit ganz leichten Videokameras. Die Kameras hatten damals das Format von Kühlschränken. Ja, genau. Panavision, 70 mm Breitbandformat, ist schon brutal. Und das heißt, du sitzt halt ewig rum und wartest. Ja? Du musst immer warten. Jetzt waren wir von unserem Mindset her keine Jungs, die gerne gewartet haben. Ja? Wir wollten ja loslegen. Und ein Film drin besteht aus Umbauen. Bitte? Ja, Film drehen besteht aus Umbauen. Genau. Ja. Genau. Und jetzt sitzen wir alle an dieser alten Genueser Brücke im Valle Verzasca. Es war Sommer, die Sonne schien. Und dann sagt einer aus der Mannschaft, sag mal, habt ihr das gehört? Das sind 3 verrückte Engländer im Osten von England mit einem ausgedienten Flugzeugträger-Fangseil irgendwo von der Brücke gesprungen. Mehr wussten wir nicht. Es war nur ein Gerücht. Ja? Und diese 3, wie sich später herausstellt, ich habe es dann recherchiert, aber erst Jahre danach, die waren vom Oxford Dangerous Sports Club. Das Oxford war eine, Dangerous Sports Club. Ja, das war eine skurrile, sehr englische Geschichte. Die haben dann immer im Frack und mit Zylinder einfach gefährliche Sachen gemacht. Ja. Und die haben sich auch gegenseitig versucht zu übertrumpfen. Und die Idee, jetzt erstmal mit einem Flugzeugträger-Fangseil darunter zu springen, das war eigentlich schon eine ziemlich verrückte Idee. Aber unisono wanderten unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, an dem hunderte von Expander-Gummis rumbaumelten. Halbe Stunde später hatten wir unsere Strippe gebaut und haben Streichhölzchen gezogen. Ich habe gewonnen. Ich springe da oben weg, denke mir unterwegs. Das ist der Punkt, Dennis, wo wir hinten den Disclaimer einfügen müssen. Please don't try it at home. Pass auf, um die Geschichte kurz zu erzählen. Ich springe da oben weg, oh Gott. Denk mir unterwegs, jetzt müsst ihr mal langsam bremsen. Hat aber nicht sehr gebremst. Schlag gnadenlos da unten ein, stellte sich raus, das Wasser war tief und tauch wieder auf mit den ziemlich roten Hintern. Also da gibt es so eine Affenart, die so rote Hintern haben, so habe ich ausgesehen. Und alle haben sich gefreut, oh Gott. Außer mir. Und dann haben wir natürlich nochmal eine Stunde investiert und da wusste man, wie man so eine Strippe baut. Ja? Kommt da Willi Bogner vorbei, sagt zu mir, boah, sag mal Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, na klar, Willi. Was ich nicht wusste, diese Staumauer war 220 Meter tief. Und ich sprang am nächsten Tag mit einem eigens
ganz neu gebauten, über Nacht gebauten Gummiseil von dieser Staumauer. Und es war dieser erste, extremste, tiefste Sprung, der dann 5 Jahre später übrigens im James-Bond-Film Goldeneye nochmal nachgedreht wurde. Und dieser Sprung, den ich wirklich aus einer Leichtfertigkeit heraus, okay, machen wir halt, ja, springe ich da halt runter. Ich hatte schon Angst, ja. Ich hatte schon Angst, dass ich da oben stand. Du hast über Leichtigkeit, also ich finde, ich habe es mental geparkt, weil ich finde, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Mhm. Insbesondere, weil ein Unternehmen irgendwann sehr schnell, je mehr Menschen professionell dazukommen, dem Unternehmer auch Leichtigkeit entziehen. Das System, also immer danach gebaut wird, dass es dir Leichtigkeit nimmt, weil es kontrolliert wird. Ne? Mhm. Und jetzt ist das, was du damals gemacht hast, ja ein wenig mehr als Leichtigkeit. Also das war nicht leichtfertig. Also ich habe zum Beispiel probeweise ein Fass runtergeschmissen, die Staumauer, weil ich wollte erst nicht als Erster da runterspringen. Wir haben ein Fass runtergespringen, das ging schief. Das Fass ist nach 150 Metern in die Wand geprallt und zerschellt, weil, was man gar nicht so genau sah, die Staumauer ist konkav. Mhm. Wenn du oben Stein wegwirfst, runterschmeißt, dann prallt er nach 150 Metern in die Wand. Das sieht man aber nicht von oben. Da habe ich mir gedacht, okay, so geht's nicht. Sag zum Willi, wir müssen den Aufhängepunkt nach draußen verlagern. Hm. Dann haben wir einen Autokran bestellt. Ja. Der war 2 Stunden später da. Und dann habe ich sozusagen über eine Umlenkung, über die Rolle, habe ich dann den Aufhängepunkt, meinen Aufhängepunkt 30 Meter nach draußen verlagert. Und dann ging's. Es war schon ein sehr spezieller Moment in meinem Leben, über diese Schwelle zu gehen. Aber ich habe mich immer als Kanute gefühlt. Ja? Also ich hatte 20 Jahre trainiert, um wirklich richtig, richtig gut Kajak zu fahren, um mit windigen Plastikbooten die wildesten Flüsse der Welt zu beherrschen und die infernalischsten Wildwasser da die Kontrolle zu behalten. War dann aber wahrscheinlich alles egal. Die ganze Welt jetzt wollte mit dir sprechen. Ja, jetzt haben sie mich aufs Schild gehoben, ja, für eine Sache, die jeder hätte machen können. Ja, Moment, langsam. Da ist nichts dabei. Hätte springen können. Mein größter Feind im Leben, sage ich immer, ist hätte ich mal. Mhm. Ich versuche laufend in meinem Leben Situationen zu vermeiden, bei denen hinterher so ein hätte ich mal rauskommt. Mhm. Das heißt, die Absprungmomente, über die du natürlich viel in deinem, Leben erlebt hast, sind die wirklich so einfach kopierbar? Ich glaube nämlich nicht, dass sie einfach kopierbar sind. Sie stehen für das Überwinden von Hindernissen. Und ich sage immer zu den Menschen, die mir zuhören auf meinen Reden und Vorträgen, also ich habe viele Auftritte als Vortragsredner, als Keynote-Speaker, und ich sage immer wieder in mein Auditorium, spreche ich von erstens mal dem Thema Leichtigkeit, aber nicht Leichtfertigkeit. Wäre ich leichtfertig gewesen, hätte ich nicht überlebt, diese 20 Jahre, die ich als Stuntman gearbeitet habe. Ja. Und ich sage immer, es braucht diesen ersten entscheidenden Schritt, um auf den Weg zu kommen. Und diesen ersten entscheidenden Schritt, den würdest du nie gehen, wenn du an alles denken würdest, was schiefgehen könnte. Das ist diese kleine innere Stimme. Ich habe ein ganz, ganz spannendes Gespräch vor einiger Zeit gehabt mit Thorsten Töller, dem Gründer von Fressnapf. Mhm. Und dem hat die kleine innere Stimme gesagt, er war in den USA und hat Supermärkte für Tierfutter gesehen. Und kam dann nach Deutschland und sagte das gibt es ja hier nicht. Und was ich daran so spannend finde, ist, das ist die Essenz von Unternehmertum. Dass du siehst, die Misteln auf dem Baum. Und da bekomme ich, wie viel war das? Beispiel können wir raustragen. Dann ist nämlich auch die Geschichte gleich zu Ende erzählt und wir können uns wichtigeren Themen widmen. Ja. So, wie ist dann daraus dieses Jochen Schweizer Unternehmensgruppe entstanden? Es war dann ganz konsequent, das eine führte zum anderen. Also ich springe von der Staumauer runter, alle Welt will Bungee springen, ich mache eine Sprunganlage auf, mache hinterher noch 40 weitere Sprunganlagen auf, fange an, die Bungee-Sprünge als Erlebnisgeschenk mit einem Gutschein in einem Karton zu verkaufen, überwiegend an Frauen. Ja. Gesprungen sind fast nur Männer. Ja, als Geschenke. Da habe ich kapiert, ich verkaufe ja eigentlich eine ganz andere Problemlösung. Ich beantworte nämlich nicht die Frage, was soll jemand erleben? Ich beantworte die Frage, was schenke ich? Jetzt lass mich raten, das stand vorher nicht im Businessplan. Nee, natürlich nicht. Es gab auch keinen Businessplan. Ich habe es einfach gemacht. Und als ich dann so die ersten 10.000 Erlebnisboxen verkauft hatte, die damals noch so groß waren wie Schuhkartons, das führte dann zu der Überlegung, die Auswahl zu vervielfältigen. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Jahren das Unternehmen auf über 100 Millionen Umsatz gepusht, weil natürlich die digitale Skalierbarkeit war gegeben. Das war in 2014, 15, 13? Die entscheidenden Jahre waren also erstens mal überhaupt das Geschäftsmodell zum Fliegen zu bringen, weil es gab dann 20 Mitbewerber,
Golden Moments, You Smile, wie sie alle hießen, Maidis war auch ein Mitbewerber, die hatten einen sehr starken Gründer, Fabrice Schmidt, guter Typ, war ein ernstzunehmender Gegner im Markt. Wir waren dann zum Schluss besser und er musste Maidis verkaufen, aber war ein guter Mann und alle anderen sind dann irgendwann untergegangen. Da gab es 15 Mitbewerber. Das heißt, dieser Markt, der neigt zu einem Duopol. In allen Märkten Europas gibt es immer Duopole. Was war dein Vorteil? Meine Brand, meine Glaubwürdigkeit. Also, ja, gut, die ist natürlich auch, also das ist spannend, dass du das meine sagst. Meine persönliche Glaubwürdigkeit war der entscheidende Vorteil. Aber ist es wirklich nur Glaubwürdigkeit? Wenn ich so auf die Unternehmen mehr und Unternehmensgeschichte unseres Unternehmens zurückschaue, dann ist es natürlich auch so, dass sich da jemand ein ganzes Leben lang und auch mit seiner gesamten Lebensenergie, die übrigens dazu geführt hat, dass er dann auch gestorben ist. Sicherlich nicht, weil er sehr entspannt gelebt hat, sondern weil er alles, was er hatte, in dieses Unternehmen. Ja, sein Lebensmotto war give all, take all. Du sagst, es ist deine persönliche Brand gewesen. Aber jetzt hast du natürlich in der Zeit davor auch mit dem Thema Experiences und Erlebnisse eine ganze Menge mehr zu tun gehabt. Vor allem hast du eben nicht, und das finde ich total interessant, bist ja auch nicht, wie du sagst, leichtfertig als Stuntman überall von jeder ersten Mauer runtergesprungen. Natürlich hast du nachgedacht, aber du hast das gelebt. Wie viele von diesen anderen Mitbewerbern hatten diese Historie? Haben wirklich so viel im Kajak gesessen, sind wirklich selber da runtergesprungen, wussten, worauf es ankommt. Mein Vater hat mal einen ganz, ganz spannenden Satz zu mir gesagt. Du kannst am besten Fallschirmsprünge verkaufen, wenn du selber ein paar tausend Mal gesprungen bist. Also mein Vater hat einen ganz, ganz spannenden Satz zu mir mal gesagt, den ich mir sehr zu Herzen nehme bis heute. Dieser Satz ist, du musst Kunde Nummer 1 sein. Damit hat er natürlich nicht gemeint. Oh ja, ich war der beste Kunde meiner Firma. So, dann muss er natürlich nicht gemeint. Haben wir 4000 Erlebnisse. So, jeden Schwachsinn kaufen, der dir über den Weg kommt, sondern er hat eben gemeint, ich schaue immer, lebe in der Welt und schaue durch die gleichen Augen wie dein Kunde. Und deshalb hast du meiner Meinung nach einen ganz erheblichen Vorteil gehabt, der weit über deine persönliche Brand hinausgeht. Aber ich, wie gesagt, ich höre die Geschichte jetzt so von dir auch zum ersten Mal. Naja, also diese Aristoteles lehrte, diese drei Elemente, Logos, Ethos und Pathos. Diese drei Elemente kannst du übertragen auf eine Vortragsrede. Zum Beispiel, die kannst du auch übertragen auf dein Leben selbst oder aber auch auf dein Unternehmertun im wirtschaftlichen Sinne. Was bedeutet eigentlich Logos, Ethos und Pathos? Logos, wenn ich jetzt an eine Vortragsrede denke, ist nichts anderes als die Folgerichtigkeit des Gesagten. Also red keinen Scheiß, sondern sage Dinge, die jeder im Auditorium als richtig anerkennen kann. Ja? Logos, einfach folgerichtig. Das, was du sagst, muss folgerichtig sein. Ethos ist die persönliche Glaubwürdigkeit. Das ist das, was du gerade gesagt hast. Dein Vater war der erste Kunde seiner Firma. Ich habe Erlebnisse immer als die zentrale Währung und die wertvollste Währung in meinem Leben empfunden. Ethos ist die persönliche Glaubwürdigkeit. Wenn Reinhold Messner über das Bergsteigen spricht, dann glaubt man ihm, wenn du über Motortuning sprichst, dann glaubt man dir. Und umgekehrt, wenn du auch nur einen Millimeter fakest, merken es alle sofort. Oh, da gibt es einen Haufen Blender da draußen, wo es die Leute nicht merken. Da bin ich also anderer Meinung. Ja. Es gibt einen Haufen Blender und da draußen. Also da wäre ich mal vorsichtig. Aber in der Authentizität einer Persönlichkeit ist diese persönliche Glaubwürdigkeit, wofür steht der Mann, ist wahnsinnig wichtig. Wenn Franz Beckenbauer über Fußball spricht, dann glaubt man ihm das. Ja? Das ist so. So, und dann kommt aber das dritte Element, und das ist etwas, das kann man nicht antrainieren. Das ist echtes Pathos. Also dieser Funke göttlicher Energie in einer Persönlichkeit. Pathos ist dieser energetische Appell eines Redners an sein Publikum. Es gibt Redner, die erreichen ihr Publikum mit ihrer persönlichen Glaubwürdigkeit, auch mit der Folgerichtigkeit des Gesagten, aber mitreisende Redner, die haben Pathos, indem sie diese Energie, die sie besitzen, in ihr Publikum abgeben und die Leute wirklich mitreisen. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich heute, wenn ich meine eigene Aufgabe beschreiben würde in meinem Unternehmen, immer sagen würde, meine Aufgabe ist Energie und Neues in den Laden reinzubringen. Mhm. Meine Aufgabe ist nicht zwingend, natürlich gehört das auch zu meinem Job dazu, Rechnungen zu unterschreiben, Dinge zu bestellen oder Personalgespräche zu führen. Mhm. Die Aufgabe des Unternehmers ist es meiner Meinung nach, Energie und Kreativität und Neues immer wieder in sein Unternehmen hineinzubringen. Ja, der Unternehmer muss das Unternehmen.
Immer wieder, ja. Und da stellt sich häufig auch die Frage, steuert der Hamster das Rad oder das Rad den Hamster? Ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, an dem ich dann mein großes Unternehmen veräußert habe an ProSiebenSat.1 2017. War natürlich ein super Deal für beide Seiten. Es war ein hochbewerteter Unternehmensexit. Ich war alleiniger Eigentümer. Da war keine Bank drin. Das Unternehmen war aus eigener Kraft, heute würde man sagen, gebootstrapped aufgebaut worden mit 100 Millionen. Auch kein kleines Unternehmen. Das hatte sich am Markt komplett durchgesetzt gegen alle Mitbewerber. Dieses Unternehmen mit den Erlebnisgeschenken haben wir dann fusioniert zur Jochen Schweizer MyDays Group und ich habe mich dann rückbeteiligt an dem Unternehmen und betreibe aber natürlich nach wie vor meine eigenen weiteren Jochen Schweizer Unternehmen, insbesondere jetzt hier mein zweites Zuhause, die Jochen Schweizer Arena. Das ist ja die Event-Location für Firmenveranstaltungen. Also wir haben nicht nur, dass wir hier gut aufgestellt sind für bis zu 1200 Paxe, also wir haben 350 Firmenveranstaltungen pro Jahr hier, aber immer auch mit diesem Mehrwert, dass die Leute mit einer positiven Emotion hier rausgehen. Also die Leute, die hier aus der Arena rausgehen, haben alle ein Grinsen im Gesicht, die lächeln, die freuen sich. Und unser Motto heißt schlicht und einfach, unsere Unternehmen, die herkommen, ja, die kommen zu uns als Gruppe und sie gehen als Team. Was hast du erlebt, als du dein Unternehmen verkauft hast und den Weg gegangen bist, jetzt natürlich mit der Jochen Schweizer Arena ein vollkommen neues, nicht ganz unähnliches, aber ein anders gelagertes naja, Geschäft aufzubauen? Ich war ja mit dem Geschäftsmodell des Erlebnisgeschenkeportals, war ich ja mit 99% der Erlöse ein Erlebnishändler, also ein Vermittler von Erlebnissen, die von fremden Dritten produziert werden. Anfangs waren das Freunde von mir, der eine hatte eine Eiskletterschule, der andere hatte eine Dropzone, also zum Skydiven, der nächste eine Tauchschule, der vierte hatte irgendwie eine Hundeschlittenbude und hat damit seinen Huskies im Bayerischen Wald gelebt, Freund von mir. Und ich habe dann angefangen, Erlebnisgutscheine für diese damals engeren Freunde, wo ich jeden Betrieb persönlich kannte, zu vermitteln. Und dann inzwischen ist es natürlich, jetzt reden wir über 10.000 Betriebe, 4.000 Erlebnisse an 10.000 Orten in Deutschland und Europa mit einem Qualitätsmanagementsystem. Den ganzen Weg sind wir gegangen. Aber da war ich Erlebnisvermittler. Und jetzt habe ich ja selber über 100 eigene Erlebnisbetriebe. Also es gibt über 100 Erlebnisse, die ich persönlich... Was auch nicht nur Bungee ist. Sondern Das ist natürlich... Eine stehende Welle, eine Windkanalanlage. Wir haben ein Helikopterunternehmen mit tollen Helikopterrundflügen. Wir haben 4.400 Passagiere pro Jahr. Das ist das Problem in der Vorbereitung zu so einem Podcast mit Jochen Schweizer. Wenn du eine Stunde oder zwei Zeit hast, über was redest du oder was redest du nicht? Weil ich finde, jedes dieser Themen hat so viel... Ja, okay, aber wollen wir gar nicht so viel über die Company... Ist so faszinierend, dass man darüber spricht. Die entscheidende Frage, ja, so warum habe ich dann dieses Unternehmen mit 450 Mitarbeitern, mit 100 Millionen Umsatz, warum habe ich das dann an ProSiebenSat.1 verkauft? Was hat das mit dir gemacht? Das hat erstmal nichts Gutes mit mir gemacht, sondern ich war nicht glücklich danach, sondern ich war leer und traurig, weil mir klar wurde, dass ich all das, was ich aufgebaut hatte, wenn auch für sehr viel Geld verkauft hatte und ich mit diesem Geld, was ich bekommen habe, würde nicht zurückkaufen können, was ich verkauft habe. Das heißt, der Wert dessen, was ich verkauft habe, war viel höher, ja, als diese neunstellige Summe, die ich dann tatsächlich erhalten habe. Das ist für einen einfachen Paddelbootfahrer ziemlich viel Geld gewesen. Und ich glaube, das ist für jeden viel Geld. Ja, eine neunstellige Summe ist viel Geld, ja. Und ich habe dann mich recovered, will ich mal sagen, indem ich mir dann diesen Traum selbst erfüllt habe und habe für 20 Millionen Euro Investment die Jochen Schweizer Arena gebaut, hier im Süden von München. Eine spektakuläre Location auf 15.000 Quadratmetern, die heute ein Ort ist, an dem Menschen einfach nur genießen können oder auch sich selbst, den Held in sich selbst entdecken können. Und speziell für Unternehmen ist es halt eine richtig coole Veranstaltungslocation. Ich habe aber das Ding nicht zu Ende gedacht gehabt, weil es gibt hier keine aktuell zwar eine Hotelinfrastruktur, aber nicht in unmittelbarer Nähe der Arena, ja. Also nicht fußläufig. Und aufgrund der großen Nachfrage von diesen Firmenveranstaltungen habe ich auch zu wenig Kongress- und Seminarräume gebaut.
Und deswegen habe ich dann also die Grundstücke nördlich der Arena erworben von Airbus und habe darauf jetzt ein Projekt entwickelt. Wir bauen ein großes Hotel und ein Tagungszentrum und ein Bürokomplex mit 20.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. So ist es geplant. Ich darf das Modell aber noch nicht zeigen, weil es ist noch nicht medial veröffentlicht. Wann aber, glaubst du, geht's los? Im Sommer ist Spatenstich. Ah, diesen Sommer, in 2023. Diesen Sommer, in 2023 spannend. Ist Spatenstich und wir werden 3 Jahre, denke ich, bauen. 2,5 bis 3 Jahre, ich rechne mal eher mit 3 Jahren. Das heißt, die Eröffnung ist dann im Frühjahr 2026. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das manchmal länger dauert, als man sich selber so vorstellt. Ja, man meint, man ist dann Mitte 25 fertig. Ich sage immer, gerade auch den Kunden, die dann ja langfristig veranstalten. Viele Firmen buchen ja Veranstaltungen und Locations 2, 3 Jahre im Voraus. Und da gehe ich kein Risiko ein. Ja, das sage ich immer, buchbar ist die Location ab März 2026. Vielleicht sind wir auch schon deutlich früher fertig. Aber es ist nochmal ein 110 Millionen Euro Investment, das zu bauen, gemeinsam mit einem Projektentwickler. Art Invest Real Estate ist da mein Partner. Und ich habe die Grundstücke jetzt entwickelt. Und bis es dann eröffnet, bin ich 70. Und das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt, was viele junge Unternehmer oft vergessen. Und da hast du die Frage nach dem Hamster und dem Rad gestellt. Die Unternehmensplanung, wenn es ein inhabergeführtes Unternehmen ist, ja, es gilt nur für inhabergeführte Unternehmen. Eine Unternehmensplanung folgt ja immer der Unternehmerplanung. Die Unternehmensplanung folgt immer der Unternehmerplanung. Ja, also die Frage, was will der Unternehmer? Und die Unternehmerplanung, und das vergessen ganz viele, folgt der Lebensplanung des Unternehmers. Das ist spannend, weil ich natürlich aus dem Kontext der Familienunternehmen komme, die häufig natürlich mit mehreren Generationen zu tun haben. Es wäre jetzt eine spannende Frage, das mal zu diskutieren mit Menschen, die natürlich in 6., 7., 8. Generation vielleicht den Auftrag noch etwas anders begreifen. Aber ich finde es, du bist natürlich, finde ich, wenn ich mit dir spreche lese, bist du für mich der Inbegriff des individualistischen Lebensbild ist gar nicht im Negativen, sondern es ist einfach, du hast dein Leben lang die Dinge gelebt, die du wolltest. Du bist der typische Gründertyp. Ja? Und es gibt natürlich durchaus noch eine differenzierte Betrachtungsweise, die eben heißt, ich habe den Auftrag, dieses Unternehmen weiterzuführen. Inwiefern ich das für mich selber als zweite Generation übrigens... Es gibt Familiendynastien oder es gibt auch Unternehmer, die in erster Generation dynastisch denken und dann sozusagen ihre Söhne oder Töchter vorbereiten auf diese Übernahmerolle, was dann dazu führt, dass die oft unglücklich werden, weil sie einem fremdbestimmten Ziel folgen oder einem traditionsgeleiteten Ziel folgen. Lass uns mal differenzieren. Also es gibt, finde ich, zwei Fälle. Es gibt zum einen die schlicht und einfache Frage, gab es da schon was vor? Das ist ja bei mir auch der Fall. Ich habe das schon mit einigen Gründern diskutiert. Und es ist schon eine andere Aufgabe, ein Unternehmen weiterzuführen, das ist der erste Punkt, als es aufzubauen. Der zweite Punkt ist aber, Unternehmer ist Unternehmer, bleibt Unternehmer. Wenn du ein Unternehmen führen und weiterentwickeln, eine Organisation, kann auch Non-Profit sein oder meinetwegen eine politische Organisation, was auch immer. Nehmen wir mal den Kontext des Wirtschaftsunternehmens. Wenn du das weiterentwickeln willst, dann musst du irgendwann den magischen Satz sagen, das ist mein Unternehmen, das hat mal meine Oma angefangen, kommst du da nicht weit. Und du musst auch diese gleiche Energie, von der du vorhin gesprochen hast, die musst du ausstrahlen, die musst du in den Laden reinbringen, weil dir das sonst keiner, inklusive dir selbst, abnimmt. Und meistens führt das dann zu Problemen. Das geht schlicht nicht anders. Es ist, das Unternehmen braucht einen Unternehmer. Ob immer das Unternehmen der Unternehmerplanung folgen muss oder ob es vielleicht auch viele gibt, die dann sagen, ja, ich mache das, weil es mein Auftrag ist, das für die nächste Generation weiterzutragen, sei mal dahingestellt. Genau, und da ist die Differenzierung, das finde ich auch eine sehr gute Differenzierung. Du bist jetzt sozusagen, du hast einen dynastisch denkenden Vater gehabt, du kommst aus dieser Unternehmerdynastie. Oh, weiß ich gar nicht. Mein Vater war viel mehr so wie du. Der war Gründer pur. Ja, aber der hätte ja auch die Firma verkaufen können. Das hat er nicht getan, sondern er wollte sie übergeben. Ja, ist auch ein spannendes Thema an sich, aber am Ende hat er sie. Ja, weil er halt zu früh alles gecheckt übergeben. Hat. Ich hätte ihn gerne noch, muss ich heute sagen, das ist natürlich alles anders gekommen, als man denkt, aber so ist ein Leben lebt, während du andere Pläne machst. Ja, gut, ich kannte deinen Vater jetzt nur oberflächlich und es steht mir auch nicht zu, das in irgendeiner Form
zu kommentieren. Ich kann ja nur von meinem eigenen Bild sprechen und was mein Blick ist auf die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns und den Grund, warum wir auf der Welt sind. Und ich wäre wahrscheinlich nicht geeignet gewesen, ein Unternehmen weiterzuführen, was mein Vater gegründet hat, hätte er eins gegründet, weil ich viel zu sehr von der Idee getrieben war, mein eigenes Leben zu entwickeln. Und ich habe diese Frage übrigens auch in meinem Roman verarbeitet. Da begegnet nämlich, das sind zwei Freunde, Hakun und Ansgar, die unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Ansgar folgt der Familientradition und folgt einem traditionsgeleiteten Ziel. Ja, also die Ziele haben ja bestimmte Leitmotive. Und ein traditionsgeleitetes Ziel kann dich möglicherweise von deinem eigenen Sein und deiner eigenen Seinsbestimmung entfernen. Und mit der Frage der Heilsamkeit von Zielen beschäftigt sich eben auch mein Roman. In diesem Aufeinandertreffen dieses jungen, wilden Ausreißers, dem 15-jährigen Sverir, und der Begegnung mit diesem alten, 96-jährigen Abenteurer, der diese ganze Weisheit in sich trägt und jetzt bereit ist, diese Welt zu verlassen, getreu der indigenen Tradition, dass Menschen, die mit der Natur verbunden sind, spüren, wann ihre Zeit gekommen ist und dann in den Wald gehen mit den Worten »I am complete« und nicht zurückkehren. Das ist selbstbestimmtes Sterben. Und Hakun ist ein solcher Wikinger, ein Indigener, weil die ganze Geschichte spielt in Norwegen. Und ich habe mich genau, aber eben in Form eines Romans, in meiner Geschichte mit diesen Fragen beschäftigt, weil ich mich selber jetzt in meinem letzten Lebensdrittel, in dem ich mich befinde, genau mit diesen Fragen beschäftige. Du machst es mir heute schwer, weil da stecken wieder 7 oder 8 Fragen drin auf einmal. Lass mich noch mal einmal andocken an das Thema, bei dem wir gerade waren, mit verschiedenen Formen von Unternehmen. Du hast ein ganz besonderes Unternehmen aufgebaut, was auch dein Leben in besonderer Form repräsentiert. Dein Unternehmen oder deine Unternehmen haben nämlich immer deinen Namen getragen. Und zwar in einem ganz speziellen Fall nicht nur den Nachnamen, wie man ja von vielen anderen Menschen auch kennt, sondern sie haben auch sogar deinen Vornamen. Also die Unternehmen hießen immer Jochen Schweizer. Das ist nicht immer ganz unproblematisch. Es hat Vorteile, aber es hat auch Nachteile. Und was macht das mit dir? Bevor wir gleich zu den Lebensdrittern kommen, die also auch super spannend. Zunächst mal Thomas Ebeling, der damalige Vorstandsvorsitzende von ProSieben Sat.1, mit dem ich den Deal verhandelte und auch die Vision von dem Deal, nämlich die beiden, also es gab ja diese großen Marktführer Jochen Schweizer und es gab diesen Follower MyDays. Und MyDays war schon gekauft worden von ProSieben. Und die Vision war ja zu sagen, wir fusionieren den ersten und zweiten im Markt und machen aus dem Duopol ein Monopol. Und da hatten wir bestimmte Ideen. Leider hat der Thomas dann das Unternehmen verlassen, weil der Thomas Ebeling hatte echt eine Lampe an dem Kopf. Also der Typ, das war nicht umsonst, hatte der den Spitznamen Sonnengott. Ja, ich glaube, er hört das nicht gerne. Aber der hatte echt eine Lampe an dem Kopf. Und wir waren uns in der Strategie, also so, es war wirklich, da hat kein Blatt Papier dazwischen gepasst. Und das war schon ziemlich geil. Und er hat mal zu mir gesagt, weißt du Jochen, im Grunde hast du nur deinen Lifestyle, zu einer Firma gemacht. Deine Firma macht nichts anderes, als wie du lebst. Und dann haben wir da eine etwas tiefer gehen. Wir haben dann hier ein, das weiß ich noch, in dieser Nacht, wir haben ein Restaurant, wir haben einen Jasper Grill, also das ist so der Ferrari, das ist der Brabus, ja. Das ist der Brabus unter den Grills, ja. Das ist also der Grill, auf dem du die besten Steaks herbringst, ja. Sensationell, müssen wir gleich mal ausprobieren. Ein Jasper Grill ist sensationell, ja. Das ist wirklich der Brabus unter den Grills, das ist ein Indoor-Holz-Kohle-Grill. Und da haben wir uns, waren wir in der Diskussion, wir haben Hunger bekommen, da haben wir uns hier von unserem Chefkoch zwei super Steaks machen lassen und saßen dann bis in die Nacht und haben über diese verschiedenen Fragen diskutiert. Und wir kamen dann auf die Idee, tatsächlich der Fragestellung, was ist eigentlich das Dharma, also die Seinsbestimmung im buddhistischen Sinne eines Menschen, sein Dharma. Nicht Karma, sondern sein Dharma. Nicht sein Dharma, sein Karma, sein Dharma. Sein Dharma. Ja.
Und da hat er mich gefragt, was ist denn dein Dharma? Und in der Nacht, und da war ich ja schon relativ alt, ja, als wir das Gespräch geführt haben, bin ich überhaupt erst darauf gekommen, dass ich sage, ja, also meine Eigenschaft, mein Dharma, meine Bestimmung ist die, dass ich Menschen, die mir begegnen, dazu bringe, Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Also du wirst zum Beispiel in meinem Windkanal fliegen heute noch. Ja? Das wusstest du heute Morgen nicht. Also ich bringe Menschen, die mir begegnen, dazu Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn sie mir nicht begegnet wären. Wenn ich das als mein Dharma bezeichne, also meine übersinnliche Bestimmung, dann ist ja der Erfolg des Unternehmens nicht verwunderlich. Denn wenn du heute Jochen Schweizer begegnest, sprich dem Unternehmen Jochen Schweizer, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas tun oder erleben, was du nicht erleben würdest oder erlebt hättest, wenn du der Marke nicht begegnet wärst. Und so wurde aus meinem Namen auf ganz natürliche Weise eine Marke. Und eine Marke ist ja nicht anderes als a brand is simply the collective intent of all the people behind it. Eine Marke ist nichts anderes als die gemeinsame Intention aller Menschen, die hinter der Marke stehen und für diese Marke streiten. Deswegen habe ich zu meinen Mitarbeitern immer gesagt, nicht ich bin Jochen Schweizer, ich heiße nur so. Ihr seid Jochen Schweizer. Ja gut, du musst es natürlich aber vorleben und du musst es auch mit jeder Zelle deines Körpers und deines Seins ausstrahlen. Ich finde das deshalb spannend, weil wir gerade bei uns sehr, sehr viel wieder in das Unternehmen investieren. Das ist natürlich auch zweite, beziehungsweise man kann bei mir zweite, dritte Generation diskutieren. Ich sag mal zweite, weil mein Vater das Unternehmen Brabus in der heutigen Form gegründet hat. Du brauchst in jeder Generation Aufbruch, du brauchst Commitment, du brauchst auch wieder einen oder idealerweise mehrere Unternehmer. Und du brauchst frische Fußstapfen und Investitionen. Das machen wir im Moment in nicht unerheblichem Maße in den nächsten Jahren. Und ich kriege immer wieder die Frage gestellt, warum machst du das? Und meine Antwort ist immer die gleiche, löst dann meistens etwas Verwirrung aus. Es ist immer 85, 10, 38. Vor kurzem noch 85, 10, 37. Und dann heißt es mir, was ist das? Das ist eigentlich ganz einfach. 85 Jahre ist die statistische Lebensdauer eines Mannes in Mitteleuropa. By the way, mir ist vollkommen egal, ob das stimmt oder nicht. Ja, also gehen wir mal davon aus. Wenn du es mal so weit geschafft hast wie ich jetzt bis 66 und dann noch gesund und voll dann da bist. Dann ist es 100. Genau. Ja, nein, 110. Nee, 96 aktuell. Ja. Laut der Statistik, wobei ich glaube ja keiner Statistik, die ich nicht selbst gestaltet habe. Aber deswegen ist Hakun, also diese Romanfigur, der da auf seiner Hütte in Norwegen sitzt, ja, und der diesen Sverir rausfischt in dem Sturm, diesen 15-jährigen Ausreißer, der ist 96 und ich habe dieses Alter nicht ohne Grund gewählt. Das ist vollkommen okay. Gestatte mir trotzdem das jetzt mal dazu als Referenz zu dem, wie ich es meistens sage. 85, 10, 37 heißt einfach nur 85 Jahre habe ich Zeit auf diesem Planeten. Ziehen wir mal 10 ab für schlechte Führung. Ich habe so einiges schon erlebt, was mich das dazu bringt, das abzuziehen. Nochmal also 87, du meinst, dass deine 38, statistische Lebenserwartung belastet wird von wilden Partys, Frauen, Zigaretten? Ja, ich hatte mal einen Hirntumor vor 11 Jahren. Das war auch ein bisschen ich habe schon mal erlebt, wie es ist, wenn es viel zu früh vorbeigehen droht. Und glaube auch viel daraus gelernt. Und da sind es die schlechte Führung, die ziehen wir mal aus irgendeinem Grund ab und dann nochmal das, was ich alt bin, also jetzt 38 Jahre alt. Und dann merkst du, das ist ja nur dazu da, um zu merken, wie kurz ist so ein Leben eigentlich. Mhm. Was kannst du eigentlich machen? Und das ist, ich sage es auch deshalb immer wieder, weil es, glaube ich, dafür steht, zu sagen, wir machen das jetzt. Ja, klar. Denn wenn du vor jedem deiner Bungee-Sprünge 20 Physiker an der Staumauer aufgereiht hättest, die dir dann den Ja, den wobei das Thema wird, das, ganz ehrlich, das Thema wird überbewertet. Natürlich war das damals super spektakulär und dieser freie Fall in Bodennähe, dieser Suicidus Interruptus war tatsächlich etwas völlig Neues und auch wirklich, man könnte ja über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns trefflich streiten, nicht wahr? Aber das wird überbewertet. Ich glaube, dass das entscheidende Momentum, und dessen war ich mir selber immer bewusst, ist aber nicht nach außen gedrungen, ich hatte immer eine Vorstellung davon, wie sich mein Leben entfalten sollte. Und ich hatte immer diesen Begriff der Selbstbestimmung über alles andere gestellt. Also darüber, wir reden aber eigentlich über diese normative Ebene. Wir reden nicht über die Frage, wann war der Bungee-Sprung, was ist ja später mit... Aber das war für mich der Grund, warum ich das Unternehmen verkauft habe, weil das Unternehmen hatte eine Größe erreicht. Und es hatte mein Leben
so stark kontrolliert und auch natürlich die Verantwortung, dass ich an einem bestimmten Punkt, als ich 60 wurde, in eine Sinnkrise geriet und mir die Frage stellte, was machst du jetzt? Klar, kannst die Bude von 100 Millionen auf 300 Millionen bringen. Das war aufgrund der Skaleneffekte auch nicht so eine schwierige Aufgabe. Was würde sich für mich ändern in meinem Leben? Wohlhabend war ich bereits. Ich brauchte nicht noch mehr Geld. Das war nicht der Grund. Mir ging es um die Befreiung von der Verantwortung und kann ich dieses Unternehmen mit den Mitarbeitern, die mir wichtig sind, immerhin ernährt so ein Unternehmen ja viele Familien, kann ich dieses Unternehmen in andere Hände geben, um es ganz langfristig zukunftsfähig zu machen? Denn ich werde ja diese Welt verlassen. Und dann ist ja die Frage, was bleibt dann übrig? Da haben wir zum Glück noch ein bisschen Zeit. Bitte? Haben wir gerade erfahren. Bitte? Du hast zum Glück noch ein bisschen Zeit, das haben wir gerade erfahren. Ja, yeah, you never know, nicht wahr? Also das Einzige, was sicher ist im Leben, ist, dass wir sterben. Und diese Tatsache wird durch den Umstand gemindert, dass wir nicht wissen, wann der Tod eintritt. Aber das heißt, es entsprach dir zu diesem Punkt nicht mehr oder deinen Werten und deshalb hast du gesagt, es muss jetzt weitergehen. Das war ein Akt der Selbstbefreiung, weil du hast dann, du wirst dann irgendwann mal zum Dienern dieses Unternehmens und also das Rad fängt in dem Moment an, den du sitzt plötzlich im Zug, nicht mehr vorne, genau, sondern im Abteil. Und das ist ja etwas, was mir nicht so gut gefällt. Und oder im Flugzeug, er sitzt nicht mehr im Cockpit, sondern sitzt in der Cabin. Und das gefällt mir nicht mehr so gut. Und dann hatte ich ja halt diese Sinnkrise, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Weil mir war völlig klar, ich teile mein Leben in drei Lebensdrittel. Das erste Drittel war wild, frei, super gefährlich, erstaunlich, dass ich 30 geworden bin. Ich hatte mir keinen Gedanken über Altersversorgung gemacht, aber nicht einen Gedanken. Mit 32 wurde ich zum ersten Mal Vater. Es hat nicht sofort was bei mir ausgelöst, aber es hat eine Veränderung bewirkt, die schleichend kam. Gleichzeitig wurde ich im wirtschaftlichen Sinne Unternehmer. Also aus diesem verrückten Draufgänger, der alles gemacht hat, was man nur machen kann. Also dieses wilde, freie Leben wurde dann ein Unternehmer. Da kommt viel Verantwortung auf dich zu. Ja? Da musst du dann, da musst du deinen Mann stehen, da musst du gerade stehen für alles. Das ist ja interessant, weil das habe ich natürlich miterlebt. Aber ich habe es genauso miterlebt wie dein Sohn. Also ich war der Rucksack sozusagen, der mein Vater immer mitgenommen hat, relativ früh auch auf Asienreisen, auf alle möglichen, weil er sehr, sehr früh begriffen hatte, dass es in vielen Ländern der Erde einen Markt gibt und dann natürlich diebischen Spaß am Reisen und an Menschen und am Geschäfte machen hatte. Mhm. Und ich war eben immer der Rucksack. Mhm. Das ist interessant. Na, wie auch immer, jedenfalls das zweite Lebensdrittel. Bin ich Unternehmer geworden, auch im wirtschaftlichen Sinne natürlich und habe da mehr richtige als falsche Entscheidungen gefällt, offensichtlich, wenn man aufs Ergebnis guckt. Und dann habe ich diesen harte Zäsur gemacht und habe mit 60 dieses große Unternehmen veräußert. Habe mir aber gleichzeitig natürlich ein Refugium geschaffen, was einzigartig ist. Das ist hier diese Jochen Schweizer Arena. Und da habe ich dann aber auch begonnen, als Trainer, Coach, Speaker in Seminaren Freude daran zu entwickeln, Wissen weiterzugeben. Ich schreibe gerne, ich lehre gerne, ich spreche gerne auf Bühnen. Ich mache außergewöhnliche Seminare, wo Menschen hinkommen. Du kennst den Frederik Hümmeke, ist ein Freund von dir, glaube ich, der war sogar Trauzeuge, oder? Ja. Ja, mit dem Frederik mache ich ja das Seminar 1789-4 in Norwegen in meiner Seelenheimat, ein spektakuläres, das wird so geil. Jetzt nochmal, 1789-4. Warum heißt es so? Ist schon die zweite wirre Zahlenkombination heute. Was versteckt sich dahinter? Naja, also Frederik, dein Freund Frederik, der ist ja auch Neurowissenschaftler. Mhm. Sehr guter übrigens. Ja, genau. Grüße. Und er ist sehr jung, der ist 38. Und der hat mich auf meiner Hütte in Norwegen besucht. Und wir hatten ein wahnsinnig gutes Gespräch und haben dann auch viele Lebenshaltungsthemen besprochen. Und wir kamen dann auf die Idee, was ist eigentlich das Regulativ im Leben? Was ist dein Regulativ? Dann habe ich zu ihm gesagt, also Frederik, bei mir ist es ganz einfach. Ich tue nichts, was ich nicht meinen Söhnen erzählen könnte. So einfach ist das. Das ist ein ganz feines Regulativ. Wenn du sagst, ich tue nichts, was ich nicht meinen Söhnen erzählen könnte.
bist du immer auf der sicheren Seite. Das sind anständige Jungs. Ja, bist du auf der sicheren Seite. Der Frederik sagt, man kann es noch globaler fassen. Die französische Freiheitsverfassung von 1789, Artikel 4, sagt, jeder Mensch darf alles tun, was er möchte, solange er damit keinem anderen Menschen schadet. 1789, Artikel 4. Deswegen heißt die Webseite auch 1789, 1789, V-I-E-R, 4, Artikel 4, .com. Und wir waren unterwegs mit meinem, es war kein Brabusboot, sondern ein schönes Holzboot, was ich da besitze. Ein Eikeli Trebat. Also ein, wir arbeiten noch dran. Oh. Bitte? Alles gut. Ein norwegisches Holzboot. Da schippern wir halt so durch meine Inselwelt. Und wir kommen auf die Idee und sagen, wow, lass uns ein Seminar veranstalten für Menschen mit Kaliber, für Menschen mit Substanz, wo man sich einmal auch wirklich komplett neu orientieren kann und hinterfragen kann, um auch seinen eigenen Weg vielleicht neu zu sortieren. Weil viele, gerade erfolgreiche Unternehmer, kommen ja an einen Punkt in ihrem Leben, wo sie sich die Frage stellen, wie ich das mit 60 getan habe. Mhm. Du hast alles erreicht, alles geil. Ja. So, what's next? Was jetzt? War es das jetzt? Ja. Oder mache ich es immer so weiter? Und genau für diese Menschen haben wir dieses Seminar konzipiert. In Norwegen, es findet dieses Jahr statt, an einer ganz spektakulären kleinen Dorf mit so Seemannshäusern, die dezentral, wo man dezentral lebt, in so Seemannssuiten. Und für die Norweger dort, ich heiße ja der Tyske fra de Myrte fast landet. Jetzt nochmal ganz langsam. Der Tyske fra de Myrte fast landet. Also als ich vor 40 Jahren diese kleine Hütte erwarb, lag die ganz weit draußen in der Felsküste. Und da gab es kein Strom, kein Wasser, keine Straße führte dorthin. Ich nehme an, du wolltest das auch genauso. Ich konnte mir nichts anderes leisten, um ehrlich zu sein. Okay. Ich hätte mir lieber eine gekauft mit mehr Komfort, wo ich im Auto hinfahren kann. Aber ich konnte mir das nicht leisten. Aber das konnte ich mir leisten und ich begegnete einem alten Schulrektor. Herulf Walle war sein Name, übrigens auch 90-jährig, vor 40 Jahren schon. Und der sprach Deutsch, weil früher vor dem Zweiten Weltkrieg viele norwegische Akademiker hatten ja in Deutschland studiert. Also da war es Deutsch weit verbreitet in der alten Generation. Und wir sprachen über, ich hatte eine norwegische Freundin, ich war in diesem kleinen Dorf, saß ich in dem einzigen Café dieses Dorfes mit meiner Freundin und wir sprachen aber Deutsch miteinander, weil sie Deutsch sprach. Und er hörte dieses Deutsch und so kamen wir ins Gespräch und wir sprachen dann über nordische Mythologie. Und dann sagte er mir, dass er an einem Ort, der eine frühere Wikinger-Tingstätte gewesen war, eine Hütte gebaut hätte und diese Hütte aber so unbequem zu erreichen ist, dass er gar nicht weiß, was er jetzt damit macht. Und ich sofort, wow, Hütte, Wikinger-Tingstätte. Das ist genau dem Falschen erzählt. Ja, ja. Unerreichbar. Oder dem Richtigen. Kein Strom, kein Wasser. Kein Weg führt dorthin, ja, außer über die See natürlich. Und wenn die See halt kocht, wenn es schlecht Wetter ist, dann kommst du nicht hin. Ja, dann musst du aber 15 Kilometer durch den Wald laufen. Und jedenfalls, Herulf Walle hat mir seine Hütte verkauft. Mit einem Tomp, also einem Stück Land, da gilt aber das Allmannsrecht. Das gehört dir zwar, aber es darf jeder drüber laufen. Das Allmannsrecht des Norwegens ist ganz gutes Regulativ. Dass man sich eben nicht einmauert, wie das bei uns der Fall ist, sondern alle Menschen das Recht haben, die Erde zu betreten mit ihren Füßen. Ich habe witzigerweise einige Kajaktouren durch Schweden schon gemacht, wo natürlich einfach da gilt das Recht, eine Insel überall für campen, dich, für dich Insel. Sozusagen in Beschlag nehmen darfst, genau. Um dort eine Nacht zu campen. Genau. Das finde ich sehr gut. Und so bin ich dann eben zu dieser Hütte gekommen. Und es ging um dieses ganze Thema der nordischen Mythologie und auch dieser Lebenshaltung. Und deswegen ist auch Herulf Walle ist auch Romanfigur geworden. Also in meinem Roman, Herulf Walle ist eine der Romanfiguren, die ich konstruiert habe, aber im Wesentlichen konstruiert habe, um das weiterzugeben, was ich glaube, in meinem doch inzwischen relativ langen Leben gelernt zu haben. Ich bin großer Skandinavien-Fan, deshalb einmal die Frage, was hat Norwegen für eine Bedeutung für dich und wie bist du auf Norwegen gekommen? Norwegen durch eine schöne Norwegerin. Also nichts leichter als das. Die Liebe zum Land ist geblieben. Die Damen ziehen ja dann auch manchmal weiter im Verlaufe des Lebens, was ihnen gegönnt sei.
Und die Liebe zu Norwegen ist immer geblieben. Und ich bin tatsächlich aufgrund eben dieser Begegnung mit Herolf Walle, mit meiner damaligen norwegischen Freundin, ich war ein junger Kerl, bin ich halt da der Deutsche aus dem dunklen Land geworden. Weil für die Norweger war das unerklärlich, dass einer sich einen Friedrichshuset kauft, also ein Tomb, ein Stück Land kauft, an einer Felsküste, wo es keine Elektrizität gab. Die war halt nachts dunkel, ja? Das dunkle Land, ja, der Deutsche aus dem dunklen Land, so heißt der Mortefade, war der Mortefüst landet. Und das bin ich bis heute geblieben. Und inzwischen natürlich führt da auch eine Straße hin und es sind viele weitere Hütten gebaut worden. Ich stehe aber immer noch in Alleinlage über dem Skagerrak. Und Norwegen, weißt du, an Norwegen ist nichts mondän. An Norwegen ist alles pittoresk. Die Menschen sind bescheiden. Die Menschen sind sehr eng verbunden mit der Natur. Die Frauen sind unfassbar auf natürliche Weise emanzipiert. Und es gibt ein sehr schönes Gedicht von Bjørn Stjerne Bjørnson, der norwegische Nationaldichter sozusagen, mit dem er in einer bestimmten in einem bestimmten Vers dieses Land charakterisiert hat auf wunderbar lyrische Weise. Und zwar auf Deutsch geht es so: dieses Land, das trotzig schaut, Meer umbrandet, Berg umbaut, Winter hart und Sommer bleich, kurzes Lächeln, niemals weich. Und das finde ich so wahr. Ja, das ist so ein wahres, echtes, raues Land mit vielen echten, rauen Menschen. Ich bin befreundet mit Børge Usland, dem Polargeher, der einzige Mensch, der jemals Nord- und Südpol oder als erster erreicht hat, zu Fuß, ohne Hilfe von außen, ohne Nachversorgung, einen Schlitten mit 200 Kilo Proviant ziehen. Der lebt auf den Lofoten in Mannshausen. Und so hat sich für mich Norwegen zu einem Refugium entwickelt, in dem man mich nicht kennt, außer halt die paar Dörfler, weil ich halt der Deutsche bin. Was gibt bei nicht dir so viele, natürlich in Deutschland ja, ein Riesenthema ist. Ja, ich kann ja nicht, Vorteile, ich kann auch Nachteile. Nee, ich kann ja nicht unerkannt über die Straße gehen. In Norwegen lässt man mich in Ruhe. Und die Leute kennen mich nicht, sondern ich bin dort halt ein Mensch, der gerne Kajak fährt und viele Stunden jeden Tag in dieser magischen Inselwelt unterwegs ist, die ich heute natürlich kenne wie mein Vorgarten. Hinter meiner Hütte beginnt eine Seenlandschaft. Da kannst du hunderte Kilometer, sind alle verbunden mit kleinen Umtrage-Portages, ja. Also das, was mich an Skandinavien fasziniert. Viel Land, wenig Menschen. Ja, genau. Lass mich mal da einhaken gerade. Du bist Zeit deines Lebens, hast du mit deinem Namen für die Dinge gestanden, die du tust. Mhm. Und bist dadurch natürlich auch insbesondere im deutschsprachigen Raum sehr, sehr bekannt geworden. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du es die ersten Male bemerkt hast und was über die Zeit deines Standes? Ja gut, am Anfang als junger Mann fand ich das ganz cool, ja. Weil so, das streichelt ja auch das Ego. Inzwischen wäre es mir manchmal lieber, es wäre anders, aber nothing comes for free in life, ja. Man darf sich dann auch nicht beschweren. Ich habe da heute eine sehr gelassene Position, weil ich weiß ja, ich werde diese Welt verlassen. So was bleibt dann übrig, ja? Was bleibt, wenn ich gehe? Ehrlich gesagt, ein paar gelungene Kinder und eine Marke. Das ist, was bleiben wird. Das ist eine coole Marke. Ich meine, 83,5% der Deutschen laut neuester MAFO kennen die Marke Jochen Schweizer. Und das ist auf der einen Seite ganz cool. Ja, und es gab eine besondere Ehre, die mir zuteil wurde. Nämlich, ich wurde zu Lebzeiten aufgenommen in die Enzyklopädie Marken des Jahrhunderts. Da ist Porsche drin. Ich meine, Brabus ist auch drin in der Enzyklopädie. Mercedes ist drin, Porsche, Daimler, Siemens, Miele, Unterberg, ja, die Familie Unterberg. Mhm. Ja, also solche dynastischen Marken. Und ich habe es als große Ehre empfunden, dass ich jetzt als einfacher Paddelbootfahrer da aufgenommen werde in die Enzyklopädie Marken des Jahrhunderts, weil im Kern meiner Seele und bin ich, habe ich mich nie verändert. Ja. Ich bin ein Kajakfahrer. Es ist ganz spannend. Man hat mit jemandem aus deinem Team vorhin drüber geredet, als ich hier an der History Wall
also unser eurer Wand, wo ihr so die Meilensteine mal aufgereiht habt, mal vorbeigehen durfte, dass ich heute häufig aufgrund der Entwicklung, das ist jetzt auch nochmal bei dir, du hast jetzt viele Jahrzehnte in sehr konstruktiv an deinen Unternehmen und Marken gebaut. Im Moment kommen viele, viele Menschen auf mich zu, nachdem der Generationswechsel bei uns vollendet ist und das Unternehmen im letzten Jahr natürlich sehr und die Marke Bravos auch sehr erfolgreich ist und klopft mir dann auf die Schulter und sagt, Mensch, Franz, du bist ein toller Typ. Hast du gut gemacht. Und meine Reaktion ist immer die gleiche, nämlich das, was du gerade gesagt hast, du bist einfach ein Paddelbootfahrer, der seinen Weg gegangen ist. Ich bin der Meinung, alleine geht sowas nicht. Und ich habe auch noch keinen einzigen Unternehmer, echten Unternehmer getroffen, der in so einem Moment nicht sagt, jetzt mal ruhig bleiben, setzt euch hin, ich erzähle euch mal ein paar Geschichten. Und die Geschichten haben immer ganz viel mit einem Weg zu tun, den man immer erst nach hinten erklären kann. Mhm. Und die Geschichten haben immer eine ganz viel damit zu tun, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Bei mir zum Beispiel mal ganz platt gesagt, ich war alt genug und hatte ein bisschen Erfahrung gesammelt, bevor ich dann meinen persönlichen absoluten Albtraum bewältigen musste, nämlich vor den Mitarbeitern zu stehen und zu sagen, jetzt ist er tot. Mhm. Und so kommen die Dinge dann. Dann haben wir ganz viel Rückenwind gehabt, die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen. Ich habe mal einen Finnen getroffen vor 6, 7 Jahren, der heute mein Geschäftspartner ist, mit dem wir Boote produzieren, das, was ich auch nie für möglich gehalten hätte. Also es ist eben, steckt immer viel mehr dahinter, als nur, du bist ein toller Typ. Und die Lebensgeschichten sind gerade deswegen spannend, weil diese Typen, diese Macher, das meistens eben nicht alleine machen. Was gibst du an deine Kinder weiter in den nächsten Jahren? Und hast du ein Interesse daran, dass sie einen ähnlichen Lebensweg gehen wie du? Wenn dir jemand sagt, was dein Weg sein soll, dann ist es nicht dein Weg. Das ist die Botschaft an meine Kinder. Meine Kinder müssen selber ihren Weg finden. Ich kann sie fördern, ich kann ihre Talente versuchen zu entdecken und ihnen helfen, diese Talente zur Entfaltung zu bringen, aber ich werde ihnen nicht sagen, welchen Weg sie gehen sollen. Ich kann sie bestmöglich ausbilden, ich kann sie manchmal vor Fehlern bewahren, die ganz offensichtlich sind, aber auch das gelingt mir nicht immer, logischerweise. Und im Wesentlichen übertrage ich auf meine Kinder diese Einstellung, selbst für sich verantwortlich zu sein. Es gibt ja viele Menschen, die warten darauf, dass jemand kommt und ihnen hilft. Es gibt ja ganz viele Menschen in Wartepositionen, ja? Männer, die auf die richtige Frau warten, Frauen, die auf den richtigen Mann warten. Die Leute spielen Lotto in der Hoffnung, dass sich dann alles ändert im Leben, wenn man gewinnt. Ich glaube, wenn du nach jemandem suchst, der wirklich dein Leben verändern kann, der wirklich in deinem Leben was ändern kann, wenn du nach so jemandem suchst, schau in den Spiegel, da siehst du ihn. Absolut, absolut. Lieber Jochen, das hat Spaß gemacht. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, dass 96 heißen muss. Ja. Ich habe gelernt, dass wir noch viele, viele Themen haben. Und ich habe, muss ich sagen, einen Gesprächspartner an dir gefunden, der das Thema Unternehmertum ist eine Aktivität und kein Zustand so sehr lebt, wie kaum jemand anderes. Deshalb danke dir dafür. Und gerne, es hat jetzt Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir den Grill ausprobieren. Insofern, bis zum nächsten Mal. Ja.